So, ich habe hier niemand Geringeren als Robert Zipf, den Tarzan, gefunden und wir haben ein Problem, mein Freund. Ich bin ja auch Feuerpolizei etc. Ja. Das schaut nicht gut aus mit den Chips. Maximum 20 hoch, die Stacks. Und ja. Na, das darfst du da nicht draufstellen. Das führt sonst. Siehst du den Kollegen? Wo ist mein Kollege? Was, ich von der Polizei? Nicht draufstellen. Ah. Du musst so machen, meinst ja, du? Ja, genau. 20 hoch, hinter dir steht die Polizei. Ja. Mehr ist also nicht erlaubt, das ist, geht nach das, Regel. Das ja? ist ein Regelwerk, würde zum sofortigen Ausschluss führen. Okay. Und sonst generell, wie läuft's? Also durch das, dass ich jetzt dieses Turnier im Prinzip immer nur reingehüpft bin, weil Cash Game hier gut läuft, Sie läuft Flight D sehr gut und auch heute. Ich bin zufrieden. Werde natürlich eure Maßregeln jetzt einhalten, also aufpassen, dass es nicht höher geht als in meiner Nase. Ja. Das muss noch auseinander ein bisschen. Rot-Grün ist zu dicht bei zusammen, bitte. Ja, ja, die müssen auseinandergesetzt werden. Okay. Also ungefähr. Also sie dürfen sich nicht berühren. Dürfen sich nicht berühren. Ist im Straßenverkehr. Ist wie im Straßenverkehr. Korrekt. Kümmert euch drum. Ey, komm in 5 Minuten nochmal her und guckt mir das an. Wenn das dann nicht passt, dann gibt's richtig Ärger. Ja? Okay, dann. Ich kriege Gänsehaut. Alles klar. Ja. Good luck noch. Danke. Und hoffentlich Finaltisch. Gerne. Ich würde sagen, das haben wir mal ganz gut hinbekommen, oder? Im Oktoberfest schon aufgeräumt, gute Arbeit, die Dankeschön. Stacks stehen alle entsprechend der Brandschutzverordnung. Auf jeden Fall. Und so langsam geht es hier in die heiße Phase, oder? Ja, wir haben noch 53 Spieler im Turnier, die Payouts stehen mittlerweile auch fest. Wir haben über 1 Million Euro an Preisgeld und der Sieger erhält 157.749 Euro. Und das Gute ist, mein Interviewpartner von heute Morgen, Adrian Appmann, ist auch noch dabei. Das heißt, der hat den einen oder anderen Doppler machen können. Und auch sein Stack steht den Vorschriften entsprechend. Das hat er natürlich korrekterweise alles richtig aufgestellt.